Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Heute mal wieder mit einem Statistik-Update. Wir haben jetzt während der Stoppwoche, Stoppbonus, eine Menge gezockt. Bisschen zu viel sogar. Ich habe euch mein Fazit gezeigt, wie viel Stopp ich gemacht habe, wie viele Hunderte und Scheine ich während der Woche gefangen habe. Aber es gibt viele Leute, die interessieren sich immer für meine Statistik. Die wetten einfach nicht mehr mit mir so heimlich. Schauen immer, wo sie mich überholen können. Wollen hier mehr haben als ich, wollen da mehr haben als ich. Leute, ich bin doch kein Gegner mehr. Ich spiele nicht mehr so viel. Ich mache nur noch meine Arenen. Wenn irgendwelche Events interessant sind, dann gehe ich ein bisschen ab, aber ansonsten bin ich doch kein Gegner mehr für euch. Trotzdem schauen wir uns mal die Statistik an, denn ich habe 11 mal Level 40 erreicht, 220 Millionen, beziehungsweise jetzt schon auch wieder ein bisschen mehr. Und dazu natürlich im Hintergrund der Vergleich mit 200 Millionen, wobei das 210 Millionen, was ziemlich traurig ist, denn das habe ich hochgeladen am 17.07. Das heißt, wir haben innerhalb von einem Monat und 6 Tagen, also 5 Wochen, nur 13 Millionen gemacht, was halt extrem, extrem wenig ist. Und mein Ziel ist ja, dieses Jahr noch 300 Millionen zu erreichen. Das heißt, jeden Monat eigentlich 20 Millionen. Jetzt für September habe ich Zeit, um auf 240 zu kommen. Oktober 260, November 280, Dezember dann die 300 Millionen. Aber in dem Tempo wird das nichts. 20 Millionen pro Monat bräuchte ich da. Aber ich drehe mich jetzt erstmal ein bisschen hier zur Seite, damit ich das sehe. Ich schalte mich aus der Vergangenheit mal stumm und wir vergleichen. Ihr seht, 210 Millionen hatte ich da knapp. Jetzt habe ich 222,5. 13 Millionen gemacht in 5 Wochen. Puh, Mann, was war da los, Mann? Ich habe ja fast gar nicht gespielt. Gelaufen. Vor 5 Wochen hatte ich 11.000 Kilometer. Jetzt habe ich 11.567. Also um die 550, 563 um genau zu sein. 563 Kilometer bin ich gelaufen in 5 Wochen. Das heißt pro Woche ungefähr 100 Kilometer. Kommt ungefähr hin, also ist solide. Ist sogar eigentlich ein bisschen über dem Schnitt, was ich mache. Also schon okay. Dann kommen wir direkt zu. Alter, wie sah die da aus? Was war das für ein Bug? Jetzt kommen wir zur Fangmedaille. Collector. 206.000 und 513 hatte ich. Jetzt habe ich 218.000. 11.500 habe ich gemacht in 5 Wochen. 11.500 durch 5 sind 2.300 in der Woche, was ziemlich wenig ist. Durch 7 sind 330 Fänge ungefähr am Tag. Ja, 330 Fänge am Tag. Könnt ihr ja gerne unten in die Kommentare schreiben, wie viele Fänge ihr pro Tag habt. Und natürlich wie immer, welche Medaille ihr mehr habt als ich. Vielleicht versuche ich auf 500 Fänge pro Tag zu kommen. Ich achte eigentlich nie auf meine Fänge. Dann haben wir Entwicklung. Ich muss sagen, ich habe sehr viel aufgespart, seitdem habe ich kaum entwickelt. Das hole ich jetzt alles nach, aber die Medaille habe ich eigentlich immer relativ hoch. Aber das muss erst nachgeholt werden. Ja, ich habe 330 ungefähr, 340 Entwicklungen mehr, also fast gar nichts. Aber das hole ich auf jeden Fall nach, also demnächst 40k incoming. Hoffentlich. Gebrütet, das ist jetzt interessant, weil wir haben ja jetzt während der Staubwoche eine Menge gebrütet. 3.638. Jetzt habe ich 4.182. Und das meiste kommt eigentlich nur vom Bonus. Sprich, in diesem einen Monat oder in dieser einen Woche habe ich ein Zehntel von dem gebrütet, was ich gesamt in 3 Jahren gebrütet habe. Schon heftig. Also ich brüte nicht viel. Echt nur, wenn es Staub gibt und sonst nur den Unendlichen. Pokestops gedreht. 160.241. Vor 5 Wochen war das. Und jetzt? 8.614. Das sind 8.400 ungefähr mehr. 8.350. Durch 5. 1.670 im Monat. Ne, in der Woche ist das. Durch 7. 238, 240 Stops am Tag drehe ich. Ob das viel oder ob das wenig ist? Ich glaube eher wenig. Carpador. Ich glaube, ich habe fast gar keine Carpador in der Zeit gefangen. 10. 10 große Carpador mehr seitdem. Kämpfen. Ah. 35.686 hatte ich. Jetzt habe ich 38.598, also 38.600. Nicht wirklich viel. Das sind eigentlich nur 3.000 mehr, nicht mal. 2,9 oder so. Was an sich nicht so viel ist, aber ja, es gab eine Menge Events dazwischen, wie zum Beispiel der Stoppbonus, wo ich halt fast gar keine Arena gemacht habe. Aber 50.000 bis Ende des Jahres Minimum. Wir haben ja noch 4 Monate, also vielleicht auch
okay, 100 kann sicher nicht, aber ja, 50.000. Ja, keine Ahnung. So viel wie geht halt. So viel wie geht. Trainieren mache ich fast gar nicht. Nicht mal den täglichen, vergesse ich immer wieder. Ich versuche irgendwann auf die 5.000 zu kommen, aber das war's. Ich habe seitdem 14 Mal trainiert. In den letzten 5 Wochen habe ich 14 Mal trainiert. Oh Mann, ey. Die Medaille ist auch so sinnlos geworden. Großer Radfratz, kleiner Radfratz. 2188 und jetzt habe ich 2262. Ja, also um die 80 wild gefangen. Radfratz auch wird immer seltener. Vor allem jetzt dann demnächst kommt Gen 5. Da werden ja alle individuellen Pokémon immer seltener. Naja. Pikachu, es gab ein Event. Pikachu haben wir gefangen. Ja, um die 200, 186. Ja, ist eigentlich gar nichts. Also, da müsste ich eigentlich auch mal richtig ins Zeug legen. Legendäre Raids habe ich gemacht. Innerhalb eines Monats. 5 Wochen. Von 1644 bin ich auf 1775 gestiegen. Ich habe gemacht 131. 131 innerhalb von 5 Wochen. Das sind 26 in der Woche. Sind im Schnitt 4, 3,7 am Tag. In der Zwischenzeit waren jetzt natürlich die drei Raid-Tage mit Entei, Raikou und Suicune und Rayquaza kam. Da hat man natürlich schon ein bisschen, ist ja jetzt nicht viel, ist eigentlich ziemlich wenig, vor allem für die Hardcore-Spieler. Aber hat gereicht. Ich will es eigentlich nicht so übertreiben mit den Raids. Bergen. 69,5. Kurz vor 70.000, jetzt habe ich 77.293. Also da auf jeden Fall 100k noch dieses Jahr. Versuche ich. Sind um die 8.000. Oh Mann, ist das traurig. 2.800 mehr. Oh Mann, ey. Innerhalb von 5 Wochen, gebt euch das. Das ist halt nichts, Mann. Das ist echt sehr, sehr erbärmlich, die Statistik. Oh, Quest. Quest ist auch interessant. Da habe ich ungefähr 6.500. Um genau zu sein, 6.487. Und jetzt habe ich ungefähr 1000 mehr. 1000 Quests in einem Monat? 5 Wochen? Vor allem, ich hatte gesamt erstmal 6,5, also ein Sechstel mehr. Ist schon relativ stark für mich. Für Hardcore-Spieler, die auf Quests gehen und so, natürlich nichts, aber eigentlich ganz solide für mich. Beste Freunde 165. In der Zeit habe ich 20 neue beste Freunde gemacht. 20 beste Freunde mit Glücksei sind 4 Millionen. Getauscht habe ich ein bisschen mehr in letzter Zeit wieder, aber auch nicht so viel. Ich mache da nicht jeden Tag meinen Tauschlimit voll mit 100. Übrigens, das Tauschlimit am Tag ist 100. Da habe ich getauscht. Ja, um die 800 Mal ungefähr. Kilometer bin ich jetzt über die 2 Millionen gekommen, aber. Also Medaille habe ich jetzt zweimal voll. Ansonsten achte ich eigentlich da auch gar nicht mehr drauf. Die habe ich jetzt. Seitdem habe ich einmal ein Foto gemacht. Und das ist wahrscheinlich aus Versehen gekommen. Ich mache ja von jedem Rating oder so einen Schnappschuss für Instagram und da ist wahrscheinlich einmal aus Versehen ein Fabi gekommen oder so, weil sonst mache ich den einfach gar nicht mehr. Die einzige Medaille, die 90 jemals erfunden hat. Incognito haben wir, glaube ich, ein neues. Nee, wir haben leider kein neues. Ah ja, das war nach. Ja, leider. Aber jetzt mit dem Ultra-Bonus, Incognito aus den 10 Eiern, ein neues Pokémon kommt, ein neues Incognito. Der ist L, glaube ich, alles. Normale Rates, 93 war das irgendwo. 390 und jetzt habe ich glaube ich 400 genau. 10 normale Raids habe ich in den letzten 5 Wochen gemacht. Niantic, ihr müsst irgendwie die normalen Raids interessanter machen. Ich habe 10 normale Raids gemacht in den letzten 5 Wochen. Das ist schon heftig. Die anderen Sachen können wir schnell im Durchlauf uns anschauen, aber da müssen wir das nicht nochmal mit dem letzten Mal vergleichen. Fast 100.000 normale Pokémon gefangen. So. Könnt einfach anhalten, falls euch irgendwas interessiert von denen. Könnte man, wie gesagt, locker auf Platin mal machen. Diamant, was weiß ich. Bisschen. Also Gold ist halt einfach 200. Das ist halt nichts. Neue Medaillen. Die gab es letztes Mal nicht. Wir haben hier Rocket Stops. Rocket Begegnungen. 293. Ungefähr ein Drittel. Nicht ganz ein Drittel. Ich mache da jeden, den ich sehe, der auf dem Weg liegt. Ich gehe jetzt nicht extra zu einem, der ein bisschen weiter weg, der irgendwie auf der anderen Straßenseite oder so ist, sondern echt nur jeden, der wirklich auf dem Weg ist, wo ich dran vorbeikomme, wo ich nicht extra mich dahin bewegen muss. Nur die mache ich. Ich habe bisher 300er erlöst bekommen
Und das sind 3 Radfonds. Hab ein paar erlöst, aber ich bin da noch ziemlich vorsichtig und geizig und erlöse da sehr, sehr wenige. Nur das, was ich halt einmal erlösen musste für den Dex, für den Erlös-Dex und sonst hier und da mal ein paar Radfonds oder so, die halt nur ein Bonbon kosten und 1000 Staub. Und sonst halt gar nichts. Was viele auch immer interessiert, kann ich auch nochmal schnell zeigen, der Pokédex. Kanto ist voll 151, Johto ist voll 100. Höhen ist wahrscheinlich nicht voll. Da fehlt, glaube ich, noch das Chamäleon zum Beispiel, glaube ich. 352, genau. Ja, nur einer fehlt. Ansonsten 135 dann. Und Sinnoh fehlt auf jeden Fall noch eine Menge. Bomi muss ich noch entwickeln. Da warte ich einfach noch auf ein gutes. Pachirisu fehlt, regional. Keine Ahnung, was 439 ist. Der Papagei fehlt, Blaudergei. Kaumalat habe ich letztens endlich einen bekommen und sogar einen guten aus dem 98%. Der muss noch entwickelt werden. Hippo muss noch entwickelt werden, da habe ich noch keinen guten. Und sonst halt nur noch die legendären. Das war's eigentlich. Ich habe die Entwicklung langsam aufgeholt. Da hat mir lange eine Menge Zeit gefehlt. Einfach nie entwickelt, aber jetzt habe ich ja eigentlich fast. Mein Bumi kann ich ja durchentwickeln. Die kann ich auch durchentwickeln, dann fehlen nur noch die 2 regionalen. Keine Ahnung, was 439 ist. Und dann halt nur noch das, was hier so fehlt. Ja, das war's von mir, Leute, und dem Update. Wir müssen uns ranhalten. Ich brauche ein bisschen mehr EP, damit ich mein Endziel von 300 Millionen dieses Jahr noch erreiche, weil das waren echt, Alter, erschreckend langsam und low dieser Monat. 5 Wochen für 13 Millionen und ich versuche in einem Monat 20 Millionen jedes Mal zu erreichen. Puh, ich weiß nicht, was diesen Monat so los war. Wieso habe ich so wenig EP gemacht? Auf jeden Fall, das war ein Video für euch, Leute, ihr da draußen, die mal mit mir konkurrieren wollen. Finde ich ganz witzig, gibt echt noch eine Menge Leute, die immer nach meiner Statistik fragen, wie viel EP habe ich, wie viel von dieser Medaille und dieser Medaille habe ich. Auch in echt, wenn mich ein paar Leute treffen, in Dortmund zum Beispiel, hey, Jung, zeig mal dies und das, zeig mal Kampfmedaille und sowas. Dieses Video ist für euch, Leute. Gönnt euch, versucht mich zu schlagen. In vielen Bereichen habt ihr mich schon geschlagen, weil ich bin nicht mehr so aktiv, ich bin wirklich kein Konkurrent mehr. Aber ich gebe mein Bestes, ich habe immer noch Spaß und versuche hier und da die Statistiken, die Medaillen hoch zu pushen. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.